Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schaut man sich die österreichische Landkarte strukturell an, in Wien gibt es den geringsten Anteil an Kassenärzten, den höchsten Anteil an Wahlärztinnen und Ärzten und 40% aller Privatsanatoriumsleistungen werden in der sozialdemokratisch regierten Bundeshauptstadt erbracht. Ich mache keine Schuldzuweisungen. Ich weise nur darauf hin, dass es für die Sozialdemokratie durchaus nicht einfach ist, zu versuchen, auf dem Thema Gesundheit parteipolitisch zu punkten. Und mich freut es, dass der Bürgermeister Ludwig mit im Boot ist bei den wirklich guten Schritten, die über den Finanzausgleich gesetzt werden. Patientenmilliarde. Die österreichische Gesundheitskasse hat 2022 2 Milliarden Euro mehr als 2020 in die Patientenversorgung investiert. 2023 sind es 3 Milliarden mehr. Das heißt, diese oft zitierte Milliarde ist schon mehr als fünffach in die Gesundheitsversorgung geflossen. Zahl der Ärztinnen und Ärzte. Derzeit haben wir in Österreich 50.700 aktive Ärztinnen und Ärzte. Das ist nicht nur ein europäischer Spitzenwert, das ist ein All-Time-High in Österreich, weil allein in den letzten Jahren sind 3.000 weitere hinzugekommen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ja von Seiten des Bundes seit 2014 die Zahl der Studienplätze nicht gleich geblieben ist, sondern von 1.500 auf 2.000 sukzessive ausgebaut wird. Und es ist gut, dass sie ausgebaut worden sind, aber an der Zahl der Ärztinnen und Ärzte liegt es in Österreich nicht. Was wir durchaus erlebt haben, ist, dass es parallel zu all den genannten Entwicklungen gesellschaftliche Megatrends gibt, die alle Branchen, auch den Gesundheitsbereich, betreffen und die Arbeitsweise und Arbeitsumfeld massiv verändert haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat keinen Sinn zu versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Es geht darum, die Situation, wie sie ist, zur Kenntnis zu nehmen und von da ausgehend die richtigen Schritte zu setzen. Und genau das geschieht jetzt mit dem Finanzausgleich. Applaus 1,5 Milliarden Euro die nächsten 5 Jahre, erstmals Bundesgeld zusätzlich im Finanzausgleich in die Sozialversicherung zur Attraktivitätssteigerung im niedergelassenen Bereich, ein ganz wichtiger Schritt. Applaus 3 Milliarden Euro gehen an die Länder für Reformen im Krankenanstaltenbereich. Mehr Verlagerung aus dem vollstationären Bereich in den tagesklinischen, in den ambulanten. Damit Steigerung der Effizienz, Abbau von Wartelisten. Genau das, was wir jetzt brauchen. Zusätzlich, wir alle erinnern uns, im Vorjahr ist davon geredet worden, ja, was wir für die Pflege machen, das ist ja zeitlich befristet. Nein, ist es nicht, ist in vollem Ausmaß jetzt im Finanzausgleich verstetigt und wir haben derzeit, und das ist erfreulich, so viele Menschen in Pflegeausbildung, wie wir noch nie zuvor hatten. Auch das ist ein großer Erfolg. Patientenlenkung ist ein Thema und wenn vorher genannt worden ist, in Skandinavien kriegt man innerhalb von 14 Tagen einen Facharzttermin. Ja, kriegt man, aber nur, wenn man über viele Hürden gegangen ist und überhaupt für wert befunden worden ist, einen Facharzt aufzusuchen. Das ist der erste Teil der Geschichte und der muss auch erzählt werden. Geld fließt auch in die Digitalisierung. Damit auch Aufwertung 1450, Einbindung in Terminkoordination, damit
eine Lenkung der Patientinnen und Patienten zum wirklichen Best Point of Care, und das wird auch die Terminsituation deutlich entspannen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Bundesregierung stellt die richtigen Weichen, sie stellt sie in die richtige Richtung. Ich freue mich über alle, die dabei mitwirken. Packen wir es gemeinsam an. Danke. Josef Smolle, der Gesundheitssprecher der ÖVP, sagt, dass die ganzen Forderungen, die vorher sein Pendant der SPÖ, Philipp Kucher, erhoben hat, ohne dies bereits in Umsetzung sind. Nun die stellvertretende Clubvorsitzende der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hossegg.